Der Sinn ist ja, dass auch zu Hause die Kleinsten einmal am häuslichen Herd etwas von sich aus zubereiten können. Beim Pfeffer werde ich dir helfen. Warte, lass mich in die Brösung, weil das wird gefährlich. So, ich werde das übernehmen. Ich glaube, das wäre besser, ich machen, gell? Warte, nicht angreifen, weil es ein bisschen heiß. Nein, so tut man nicht. Wir wollen ja keinen Finger dabei haben. Wir machen ja heute gebackene Champignons mit einer pikanten Sauce Tartar. Dazu nehmen wir einen Teelöffel Estragon-Senf, zwei Eidotter, den Saft einer halben Zitrone, Zucker, die Kinder haben das gern etwas süßlich. Beim Pfeffer werde ich dir helfen, sonst fällt da zu viel rein und dann brennt die Zunge. Einige Spritzer von der englischen Gewürzsoße, etwas Salz. Verrühren das Ganze glatt, ganz langsam das Öl einträufeln. Wir haben ja gestern schon, Sandra, gell, fleißig geübt. Und es ist uns ja auch gelungen. So, Stefan, du fängst bereits an mit dem Schneiden. Die Champignons werden in Mehl gewendet, kommen dann in unsere Eier. Und zwar zwei ganze Eier aufgeschlagen von den Eiern in die Bröseln. So, und jetzt nehmen wir ein Essiggurkel. Vorerst schneiden wir es in Scheiben, dann länglich und einen Teelöffel kapern. Und nun geben wir unsere gebackenen Champignons in das bereits heiße Fett und backen sie für etwa, je nach Größe, 7 bis 8 Minuten. In der Zwischenzeit gebe ich unsere halbe, mittlere, fein geschnittene Zwiebel, die Petersilie dazu, die fein gehackte. Rühren es gut ab, kannst du einfüllen. Jetzt nehmen wir die Champignons heraus. Das mache lieber ich, ihr verbrennt euch dann vielleicht. Unsere Champignons gebacken sind fertig. Recht guten Appetit. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.